Hello and welcome to another episode of My Hero Academia Season 5, Episode 23. Got it! Ach, ich verstehe, der muss die abmessen, bevor er die macht. Ich dachte, der kann die einfach so machen. Achso, er braucht so gewisse so eine Art Grunddata. Okay. Wollen sie nicht einfach von dem Klon das Blut nehmen? Davi, verstehe. Okay. Interessant, wie er auf diese These kommt. Ich frage mich, ob das Intro auch auf den neuen Film anspielt. Ich habe schon Vorschaubilder gesehen. Es wird gut. Und es wird blutig. Boah, wie viele das sind. Was ist denn eigentlich denn sein Quirk? Oh, interessant. Wie funktioniert das? Krass. Ach, der kann die kontrollieren. Trumpet. Inside. Ah, okay. Der würde einen guten Trainer ausmachen. Krass. Was war das denn? Ja, gut vorstellbar. So wie er aussieht. Der erinnert mich an den Kerl, der die Waffe als Kopf hat. Gibt's auch ein Anime? Oh, Mensch. Autsch. Wie er so geflogen kommt aus dem Off. Den haben sie ja irgendwie total vergessen.
Kriegt er jetzt auch sein Update? Ich meine, alle anderen haben ja schon erst gekriegt. Aber müsste er nicht eigentlich bei denen sich relativ wohlfühlen? Ich meine, die sagen doch, jeder darf seinen Körper benutzen. Oh, dass er das überlebt hat. Ah, der wird bestimmt von Dwight beschützt. Oh oh! Ey, welche Steroide hat denn der gefressen? Oh 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 oh. Wie er ihn noch provoziert, ja, das macht es nur noch schlimmer. Oh oh. Jetzt kommt er gleich hier wieder mit der Faust da. Wie der Sandman von Spider-Man hier. Duck. Junge. Ey, sag mal, was ist mit dem seinen Schuhen passiert? Da hat ihn aus den Schuhen genockt. Aber warte mal, das war doch jetzt echt der perfekte Moment, um die Kay einzusetzen, ja? Oh oh. Aber warum setzt der keinen Decay ein? Dann wär's vorbei. Oh, 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 da bricht ihm die Hände. Ah, das Geräusch ist so furchtbar. Oh, das ist so gruselig, dass das die Hände seiner Familie sind. Das ist so eklig. Also ich gehe mal davon aus, dass die Hände auch sowas sind wie die Maske von Twice, dass die ihn beruhigen. Ja, habe ich mir gedacht, ja, dass das wie eine, so eine Beruhigung auf ihn wird. Oh. Die sind ja total kaputt, die Hände, die kann er ja gar nicht mehr benutzen. Oh. Wo ist das Upgrade? Wir brauchen dringend das Upgrade hier. Oh. Ja, genau das, ja. Aber es ist nicht stark genug. Er braucht alle 5 Finger, um das zu benutzen. Okay. Oh. Jetzt fängt er wieder an, sich zu kratzen. Das ist gar nicht gut. Es ist krass, also wie viel Kontrolle er braucht, um diese Erinnerungen, die er hat, zu kontrollieren. Das ist schon krass. Oh oh. Oh, jetzt ist er im Berserk-Mode. Mein Freund, jetzt sitzt du ganz schön in der Budget.
Und den Naruto ran. Oh. Oh, er hat gar keine Augen mehr. Der ist vollkommen weg. Sind da eigentlich auch Hände von seinen Großeltern dabei oder ist es nur die Mama und Papa? Ach stimmt, ja, der kann sich, er konnte sich nicht erinnern an das alles. Oh. Das Telefon. Oh, und jetzt kommt Giga. Ey, das geht ja mal hier Schlag auf Schlag. Wahnsinn. Oh, der Fuß ist blutig. Oh mein Gott. Ich glaube, das hat es nur noch schlimmer gemacht, ja, also auf ihn einzuschlagen. Oh. Warte mal. Also eigentlich müsste er sich jetzt auflösen. Oh, Schande. Es scheint so zu sein, dass erst wenn er seine Erinnerungen, sein Trauma überwindet, dann kann er weitergehen. Das sagt mir nicht, der hat jetzt die ganze Zeit so hier das Händchen in der Tasche gehabt. Ja, das ist genau das richtige Alter, in dem man so einen Quirk entwickelt. Oh Gott, jetzt sag mir, auch jetzt hat er ihn rausgeschmissen. Oh Mann. Was ist denn eigentlich dem Vater sein Quirk? Ach, das sind gar nicht seine Eltern, okay. Wenn die wüssten, was es wirklich ist, was ihn da zum Kratzen bringt. Sieht mir so ein bisschen Parallele zu Ray und Shoto. Aber das ist das, was ich hier schon mal angesprochen habe, was ich an der Serie mag, ja, dass man versteht, warum ein Bösewicht böse ist. Gut.
Es ist eigentlich auch wie so eine Art Kette, ja? Der Vater hat Schlimmes erlebt und er gibt das jetzt weiter an den Sohn, ja? Und so geht das immer weiter. Ich glaube, weil er sich selber in dem Kleinen sieht. Das erinnert ihn. Oh, es ist schon süß gewesen als Kind. Mit seiner schwarzen Matte hier auf dem Kopf. Oh oh. Oh. Sein Quark zeigt sich. Wie hat er das rausgefunden? Oh, er tut mir so leid. Oh, so ein kleines Aas, ey. Die hat ihn verpfiffen. Oh, ist das furchtbar, was er dem Kind an. Ey, sorry, aber von dem hätte ich mich gleich scheiden lassen. Och Gott, tu doch was! Rette dein Kind! Oh. Oh nein! Oh. Gott, ist furchtbar. Aber das hat sie ja nicht gemacht, weil sie hat ja keine andere Möglichkeit gehabt, ja? Sonst hätte er ihn gefunden. Schlimm. Es ist schon heftig, ja. Müsste eigentlich meinen, warum er seinen Sohn dann so behandelt, weil er doch selber als Kind so gelitten hat, aber es ist leider nur mal menschlich. Ja. Wie furchtbar. Also, diese ganze Familie braucht Therapie. Das ist so schrecklich. Oh, nee. Oh, mein Gott. Oh, fuck. Oh Gott, jetzt dreht er durch. Schande. Oh nee, geh nicht zu ihm! Geh nicht zu ihm! Oh Gott, wie das aussieht. Oh nee, und es passiert dasselbe mit der Schwester. Oh. Fuck, oh nein. Aber wie funktioniert das? Also, ach, die lösen sich nicht komplett auf. Ach du Schande. Oh. Was ist das furchtbar? Das war Manga schon furchtbar. Mann, mir ist es noch schlimmer.
und die Mutter ist die nächste. Oh nein. Oh Gott. Aber dass da überhaupt noch Hände übrig sind, nachdem die so zerbröselt sind? Ach du Schande. Oh Gott. Oh, die Großeltern hat es auch erwischt. Oh, Schande. Oh Gott. Muss doch was sein. Oh mein Gott. Ah, das wollte raus, deswegen hat das auch so hier so, hat er sich hier dauernd gekratzt. Wenn du überlegst, dass, wenn der Vater sich Hilfe geholt hätte, ja, um sein Trauma zu überwinden, dann wäre das alles nie passiert. Aber die schlucken das alle runter und meinen, dass es sich vielleicht von alleine irgendwie löst, ja. Und dann geben sie dieses an ihre Kinder weiter, diese Frustration. Ach, das ist Schande. Das ist ja fürchterlich. Aber das ist so ein Ding, was in der Serie so auch so oft vorkommt, ja, dass die Leute nicht mit ihren Problemen umgehen, sondern das runterschlucken. Ich weiß nicht, vielleicht spielt da Hori auch so ein bisschen an die japanische Gesellschaft an. Dass das so mentale Probleme da so ein Tabu sind und dass man nicht darüber redet. Boah, ist das schrecklich. Eieiei. Mann, oh Mann. Und das Schlimme ist, dass ihm fast niemand geholfen hat, dass wir die Leute gedacht haben, so, ja, das machen dann die Heroes, ja. Weil die sind ja selbstverständlich. Oh, ey, was eine heftige Folge. Ich meine, das im Manga war es schon schlimm, aber in hier im Anime. Ich dachte vorher noch, ja, das wird vielleicht nicht blutig, weil sie das zensiert haben. Aber ich glaube, es hätte gar kein Blut gebraucht. Das ist so oder so schon schlimm genug. Also, mein lieber Scholli. Es ist kein Wunder, dass er so geworden ist, wie er ist. Mann, oh Mann. Aber es ist auch interessant zu sehen, dass er sich daran erinnern muss. Ich frage mich, ob All for One das gewusst hat, dass wenn er seine Erinnerungen zurückbekommt, dass er dann stärker wird und dass er ihm vielleicht mit Absicht verzählt hat oder ihm eingeredet hat, er kann sich nicht daran erinnern und er soll sich nicht daran erinnern, ob das Absicht war. Könnte sein, man weiß ja nie, was der Kerl plant oder was er vorhat. Das war auf jeden Fall ziemlich heftig. Und es wird ja noch heftiger. Ach du meine Güte. Aber dieses Gesicht von ihm, das ist wirklich, also das ist krass. Ich glaube, das ist bis jetzt so das Krasseste, was ich in der Serie gesehen habe. Mein Gott. Ja. Kann nicht kommen. Ich freue mich schon auf nächste Woche. So, ich.
verabschiede mich. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und wir sehen uns nächste Woche. Bye, bye.